jetzt das mal, wie man damit wenden kann. Also, ich habe natürlich viel Erfahrung. In Bonner Zeiten hatte ich schon mal so einen Oldschool-Anhänger für Wasserkästen und so ein Kram. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, heute auf dem Fahrrad von Marvin, den kennt ihr, das ist mein Filmer. Ich verlinke mal das Video, wo er mal so ein paar Tricks, Fahrtechnik-Tipps gegeben hat für Springen, weil er auch Dirtbike fährt, aber als hauptberuflicher Filmer. Verlinke ich unten mal, wo ihr seine Seite findet. Muss er natürlich auch viel transportieren. Also, ob jetzt noch eine Drohne dabei ist oder die ganze Kamera, große Stative und so weiter. Wir hatten das bisher immer so, dass er immer der Packesel war mit so einem riesen Rucksack. Jetzt heute hier mal die Lösung und was ich euch generell auch vorstellen möchte, weil ich ja auch Familienmensch bin und ich habe auch keinen Führerschein, also ich fahre auch kein Auto. Sowohl für die Stadt als auch so für Freizeitdinge, super praktisch der Reacher-Anhänger. Also, damit ihr es nochmal kurz seht, hier haben wir jetzt das Kamera-Equipment von Marvin erstmal reingeladen, weil wir jetzt normale Wege fahren. Man kann den auch mit dicken Fatbike-Reifen bestellen. Man kann, und das ist das Spannende an diesem modularen System, aber auch komplett ohne Laufräder bestellen. Wenn man sagt, ich habe noch von meinem Kinderrad oder ich habe noch Laufräder zu Hause. Ja, das ist natürlich super schön. Und wer jetzt zum Beispiel so Hobbys verbindet wie Stand-Up-Paddeln oder einfach mit Sportgeräten, die ein bisschen größer sind und fährt zum Vereinsgelände, fährt zum Fluss, wo auch immer, kann natürlich auch diesen Teil, diesen Bow hier, ich habe jetzt den City Bow dran gemacht, das heißt, ich wollte es einfach kürzer haben, weil ich einfach häufig einkaufen gehe und sowas. Man kann das Ganze, ich blende das Bild mal ein. Da ist das Ganze dann schon viel länger und man kann wirklich lange Gegenstände, Skier, SUP-Boards oder wie die heißen, beladen. Also mega praktisch auch für den Freizeitbereich und im Alltag. Für jetzt die ganzen Trailbilder. Also, wenn ihr eure Schaufeln habt, euer ganzes Zeug, wenn ihr ein bisschen die hoffentlich legalen Trails instand setzen müsst, wenn ihr neue Sachen bauen wollt und so weiter. Ihr braucht kein Pickup-Jeep, wie jetzt die Jungs bei der Rampage oder so, sondern ihr könnt wirklich schon ganz viel mit so einem Anhänger beladen. Preisgünstig, modular. Also ich bin da echt sehr begeistert von. Ich bin ja sonst mit Kind unterwegs und mit Kinderanhänger ist es halt... Wenn man da einen guten will, muss man schon sehr hochpreisig gehen, dass es vernünftige Federung hat und so. Und ich bin da auch sehr happy mit meinem. Aber für den normalen Einsatz ohne Kind brauche ich den ganzen Schnickschnack nicht. Da muss es einfach funktional, stabil, leicht und günstig sein. Und da bin ich jetzt einfach sehr happy mit dem Reacher. Jetzt mal Frage an euch. Fahrt ihr mit Anhänger? Habt ihr schon mal in Erwägung gezogen? Ich sehe ja immer bei Vatertag immer die ganzen mit Böller an, Böllerwagen, denke ich immer so. Klar, man kann den auch, hier hat ja so Griffe, man kann den auch ohne Fahrrad benutzen als Schiebeanhänger. Aber ich bin ja dann doch eher lieber fürs Fahrradfahren. Ich liebäugle auch mit einem Cargo-Bike, ist ja klar, wenn man keinen Führerschein hat. Ich kenne auch Leute, die in Münster wohnen oder so, die haben so richtig schicke Cargo-Bikes wie in Holland. Gibt es so richtig High-End-Dinger mit Neigetechnik und so. Aber man kann ja, ich habe ja schon ein paar Fahrräder, kann nicht 100 Räder haben. Deswegen ist so ein Anhänger einfach für die logistischen Sachen mega praktisch. Und ich zeige euch das mal, wie man damit wenden kann. Also, ich habe natürlich viel Erfahrung. In Bonner Zeiten hatte ich schon mal so einen Oldschool-Anhänger für Wasserkästen und so ein Kram. Der war natürlich nicht so gut zu beladen wie der hier. Das heißt, dieses räumliche Gefühl, dass quasi nicht nur das Fahrrad so ein Teil vom Körper ist, dass das Gehirn weiß, wie breit bin ich eigentlich, wie viel Platz habe ich eigentlich, das entwickelt sich sehr schnell. Und dann weiß man auch, wo kommt man durch, wenn man mal so Pöller stehen hat. Und man kommt eigentlich überall ganz gut durch. Also ich war einmal im Urlaub mit dem Kinderanhänger. Dann war ein Radweg in Anführungszeichen. Auf einmal war der Trail, also wirklich ein schmaler Pfad. Da war dann Ende im Gelände, weil ich einfach mit dem Ding nicht mehr durchkam, wenn der richtig schmal ist. Aber sonst kann man eigentlich das meiste damit fahren. Und wer wirklich geländegängiger fahren will, ich nehme das halt auch für Schotterwege und so, der kann da dicke Fatbike-Reifen dran machen, die man noch mit weniger Luftdruck fahren kann. Aber ihr seht schon, auf normalem Schotterweg mal die Wände machen, immer das Kurve am Anfang groß machen. Und das Hinterrad bewegt sich ja
Das Hinterrad bewegt sich sogar frei, natürlich von dem Anhänger. Das funktioniert super. Man schaut das Ganze mal an. Man kann das hier noch in der Länge justieren, wenn man jetzt einen 29 hat. Also da hat man Platz. Und dann ist der Vorteil, ja, also ich komme sogar durch Bremsschikanen, so habe ich alles schon probiert, mit meinem Kinderanhänger dran. Und der ist auf jeden Fall, das ist ein Doppelsitz breiter als der hier. Fahrt ihr mit Anhänger? Wenn nein, warum nicht? Wäre es vielleicht eine Option, um vielleicht Wege, wenn ihr in der Stadt seid, man weiß, die meisten Autofahrten sind ja unter 3 Kilometer, dass man vielleicht mehr im Alltag auch mit dem EMTB oder mit dem MTB machen könnte oder mit einem normalen Pedelec. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, jetzt kennt ihr auf jeden Fall schon mal ein cooles Produkt dazu und bin mal ganz gespannt, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt. Und kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Ich freue mich auf die nächsten Familienausflüge mit Picknick und allem drum und dran, weil ich will meine Kleine nicht mehr so viel im Anhänger haben, die schläft dann ein. Genau, deswegen habe ich sie lieber auf dem Fahrrad und bald kann sie ihr eigenes Fahrrad fahren. Aber das ganze Zeug, ihr Laufrad oder ihr kleines Fahrrad, was auch immer, kommt dann hinten rein. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.